So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute sollte es funktionieren, jedenfalls auf dem Kontrollmonitor lief das Video an. So, dann klar, zunächst erstmal der Risikohinweis, der Standardrisikohinweis. Und dann, bevor ich es eben vergesse, bei den, die ja wirklich sensationell liefen, hier die Forex-Setups seit letzter Woche, ist natürlich jetzt Vorsicht geboten und die Absicherungen bzw. Teilverkäufe sollte man durchführen, weil heute Abend dann die Notenbank tagt und natürlich dort einige Verwerfungen auftreten könnten. Deshalb auch nicht unbedingt mehr auf Schlusskursbasis einen Stopp setzen, sondern sinnvoll auf irgendwelche Lows und dann halt auch direkt ausstoppen lassen. Aber nur noch mal eben kurz, aktuell liegen alle Setups ja deutlich im Plus, beziehungsweise an möglichen Zielzonen. Hier bei US-Dollar, polnisches Zloty hatte ich gestern ja schon, aber ich wollte es jetzt hier nicht noch so lassen. Nicht, dass man sagt hier, weil normalerweise lasse ich die Pfeile so wie in der Anfangsanalyse sie sind. Hier, es ging aber das Währungspaar weiter hoch, jetzt ein Rücklauf. Ja, Richtung Unterkante wäre jetzt angedacht oder auch, wie man sieht, hier nur an das ehemalige Kursziel, erste Kursziel ran. Und von dort aus sollte eigentlich eine weitere Aufwärtsbewegung eben starten. Aber wie gesagt, anfangs war es eben so geplant. Im Euro-japanischen Yen läuft hier das Währungspaar nochmal exakt an den Widerstandslevel hin. Hier entscheidet sich, ob es eben eine kleine Trendwende eingeläutet wird oder eben hier weiter nach oben durchstartet. Aber wie eben nochmals kurz betont, die jetzt eine Minute später kommen, Vorsicht ist auf jeden Fall geboten, denn die US-Notenbank-Sitzung tagt heute Abend. Wie dann die Währungen sich verhalten, entweder verrückt oder ganz normal, standardmäßig, sind ja hier die Setups noch eingezeichnet. So, dann kommen wir zum DAX. Der touchierte hier jetzt erneut sozusagen die Kaufzone. Vor ein paar Minuten stand er noch ein bisschen tiefer. Da wollte ich eventuell hier auch Einstiegsszenario posten. Denn der DAX zeigt auf alle Fälle Stärke. Jedenfalls gegenüber dem Nasdaq. Und hier ist auch eine gute Unterstützung angedacht. Jetzt hier im Tageschart ist jetzt auch nur die Indikation erstmal. Aber in der Hauptbörse, in der Parkettbörse, dürfte hier der EMA 200 in etwa auf demselben Level liegen. Also hier. Deswegen schalte ich um, weil der Nasdaq dank Apple jetzt schon vorbörslich deutlich eingebrochen ist. Hier kann ein Long-Einstieg, ein spekulativer Long-Einstieg erfolgen. Hier ist definitiv auf Schlusskursbasis dann ein Stopp drinnen, weil auch, sage ich mal, nach der Notenbank-Sitzung Reaktionen nach unten noch auftreten könnten. Aber ich denke, dass hier dieser EMA 200 verteidigt wird, zumindest im ersten Versuch, aber Intraday darf es ruhig auch brechen und eine Stop-Loss-Lawine auslösen. Deshalb wäre hier auch schon ein Einstieg mit einer halben Positionsgröße im DAX möglich. Wo ein Einstieg auch möglich ist, obwohl es jetzt hier nach unten ging, also nach dem Gap Close wäre hier ein Einstieg, ein Wiedereinstieg oder nochmaliger Einstieg oder auch ein bisschen verbilligen noch, solange das Money Management es zulässt. Oder wie jetzt hier bei Bayer, aber da werde ich nachher eben ein Setup bzw. ein Stream Post abgeben, dass jetzt hier eine Bayer war ja so geplant. Habe ich gestern nochmal gezeigt, dass er hier runter bis 106,50. Jetzt ist es deutlich drunter, aber aktuell liegen wir, glaube ich, schon wieder bei 106,4.
Also ja, in den letzten 10 Minuten ist die Bayer AG, kann ich auch mal kurz auf Realtime umschalten. Lang und schwarz. Da ist es 102. Ich hatte hier noch, bevor ich raus bin, stand es bei 106,4. Egal, jedenfalls hier ist ein Einstieg möglich und der Stopp wird dann noch, entweder bleibt der hier unten oder wird noch leicht angepasst. Dürr kommt natürlich auch noch mal zurück oder noch ein Stück weiter und K&S liegt hier im Plus. So, dann wie gesagt, ein Setup kommt von Bayer. Die Forex-Setups sind mehr oder weniger alle erstmal erledigt und ja, noch einen kurzen Blick auf Silber kann heute nochmals oder weiter durchstarten und Gold, da liegt es, würde jetzt hier nur temporär eben die Aufwärtstrendlinie durchbrochen. Hier minimal auch per Tagesschluss durchbrochen, allerdings hier der EMA 38 hielt dann stand. Der Stopp ist ja nachgezogen worden. Passt im Moment auch noch. So, das war's erstmal und ja, Spannung, wie gesagt, ist ja gesorgt. Und die Woche lief ja gut. Bis später dann.